In der Premier League kämpfen sie besonders gegen den Corona-Blues. Ganz England hängt seit nunmehr 6 Wochen im Lockdown fest. Auch der Tabellenführer tritt virtuell auf der Stelle. Ein durchgetakteter Tagesablauf fehlt. Für Profis stellen sich ganz neue Herausforderungen. Die passende Ernährung bei reduziertem Trainingspensum beispielsweise. Die beschäftigen sich damit, welcher Salat ist gerade gut, was bedeutet wirklich Regionalität, hole ich mir meine laktosefreie Milch, hole ich mir meine Mandelmilch. Das ist ja das, was wir an den Buffets immer als Auswahl da hatten, wo jeder einfach mal probieren konnte. Aber jetzt muss jeder den Tag sich organisieren und muss auch gucken, was er abends isst, mittags isst, mittendrin isst. Braucht er gerade richtige Ernährungsriegel oder ist das sinnfrei, weil er einfach die Kalorien gar nicht braucht, weil er gar nicht den Trainingsbedarf im Moment hat. Oder weil sein Sportbedarf vielleicht nur auf eine halbe Stunde geht am Tag. Man weiß das ja nicht, was sie so machen.